Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem kleinen, naja, soll ich sagen, Übergangsprojekt, keine Ahnung, ein nettes Spielchen eben, was da heißt, ein Wissender möge es jetzt vorlesen, ich weiß es nicht, was es heißt, was da steht, ich glaube irgendwas mit Scarlet Symphony oder sowas, aber um es mal so auszudrücken, es ist Touhouvania, eine Mischung aus Touhou und Castlevania. Das heißt eigentlich nur ein Castlevania-Spiel, nur mit den Charakteren aus Touhou und so weiter und so fort. Das Ding hat sogar einen netten Eingangstrailer, glaube ich. Ich glaube, der war irgendwo im Ordner versteckt und ich habe so gemacht, dass er nicht mehr gezeigt wird, während ich hier im Menü bin. Das kann ich aber trotzdem mal hier einwerfen, auch wenn ich nichts verstehe. Ist egal, ist schön gezeichnet. Ja, und ja, ich werde das ohne Soundeffekte spielen, weil die mich ein bisschen zu sehr nerven, dieses Gedüngs, Gabams und so weiter. Ihr versteht, was ich meine? Nein? Ist mir auch egal. So, wir haben hier eine oberflächliche Story. Irgendwas läuft falsch. Ich muss Sachen erforschen. Im Wald. Gegen Friedenstauben und Schwarzkrähen als Gegner. Hammer. Innovativster Start in der Videospielgeschichte. So, um mal was zur Schwierigkeit zu sagen, ich werde das Spiel auf Normal spielen und mit 20 Leben. Also die Lebensanzahl auf Maximum, um ehrlich zu sein. Und ich werde wahrscheinlich auch noch Continues brauchen. Und das hat zwei Gründe. Erstens, es ist lang her, seit ich das gespielt habe. Zweitens, ich bin schlecht in dem Spiel. Ihr könnt euch jetzt selber vorstellen, wie die Gewichtung dieser Gründe ist. Diese bösen roten Dinge, dieses böse rote Ding, was ihr da gesehen habt, ist sozusagen ein Bestrafer. Ja, nee, doch. Man kann in diesem Spiel nämlich unendlich lang fliegen und wenn man einfach zu hoch fliegt, zum Beispiel um alle Gegner einfach in dem Areal auszuweichen, dann wird man von so einem Ding verfolgt, welches abnormal viel Schaden macht, unglaublich schnell ist und einen für immer und ewig verfolgt. Naja, bis zum Ende des Areals. Wohlgemerkt. Zur Steuerung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Erstmal, ich kann springen, ich kann angreifen, ich kann fliegen. Hammer. Ach ja, und ich kann das hier machen. Diese roten Pünktchen da, die ich aufsammle, sind sozusagen die Herzen, wie bei Castlevania. Das wird ja wohl jemandem hier ein Begriff sein. Oh shit. Oh shit. Und ich
stelle meine Pro-Haftigkeit in diesem Spiel schon unter Beweis. Aber ist ja noch nicht so schlimm. Ist der erste Stage, da kann ich ja noch ein bisschen rumnuben. Und, oh, der erste Boss. Yo, yo, ich bin die Eisfee, ich bin mega dumm und vergesslich und ich weiß nicht, was ich tun soll. Yo, ich bin die blonde Magierin, ich bin auch da, hi, was geht? Ach, du bist auch da, Eisfee. Oh, du hast mich ignoriert, ich werde euch alle verprügeln. Oh, lass uns die zusammen verprügeln. Hammer. So viel zu den Dialogen. Sehr viel mehr passiert da auch wirklich nicht. Ui. Oh, das war dumm. Das war mega dumm. Okay, ich hoffe, ich werde... Ist auch ein bisschen spät hier. Es ist wirklich ein bisschen spät. Hammer. Das ist wirklich abnormal schlecht, weil ich hier gerade abliefere. Ich möchte wenigstens nicht an diesem Kampf verrecken. Das wäre der absolute Untergang. Ach ja. So. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Angriff gelernt. Und das ist sozusagen... Ja, wie soll ich sagen? Das kann man mit den Gadgets vergleichen, die man in Castlevania hatte. Ihr wisst schon, irgendwie Äxte oder sowas. Hier ist das sozusagen eine Art Buddy, den ich auswählen kann und der eine Spezialattacke macht für so etwa 10 Seelen oder sowas. So. Und jetzt, wo wir gewonnen haben, überreden wir subtil dieses dumme Ding dazu, bei uns mitzumachen. Hammer. Das heißt, eigentlich wurde nur gesagt, du kommst jetzt mit, weil du es versprochen hast. Hab ich das? Ja, hast du. Okay. So, auf dem Niveau. So, und das war schon die erste Stage. Locker, flockig, ohne Probleme. Das wird sich ändern. Stage 2 und ich krieg direkt auf die Fresse. Es ist wieder ein Wald. Juhu. Oh Gott. Oh, und fliegende Krähen, die voll Kröten tragen. Hammer. Ui, oh. Ja. Gut, dass ich immer so einen Millimeter vor diesen komischen Pflänzchen stoppe, damit die mich nicht anknabbern. Daran kann ich mich erinnern. Hier knie ich mich einfach nur hin und mache das hier. Bum, 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 bum. Bumm. Ja. Faszinierend, faszinierend. Ich bin weg hier. So. Oh. Diese kleinen Frösche sind nochmal ein bisschen nerviger, weil ich die nicht mit meiner normalen Attacke treffen kann. Ach ja, übrigens, Pro-Move. Den habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Seht euch das an. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gut einsetzen kann, aber es hat mich schon mal gerettet. Daran kann ich mich erinnern. Wann, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber irgendwann. So, und Essen heilt mich, wahnsinnigerweise. Hammer, was hier wieder passiert, ey. So, und ich glaube, ich sollte mich jetzt auch langsamer anfangen, mich zu konzentrieren. Ist ja unglaublich, was ich hier für Sachen kassiere. Ich verliere ja schon die Hälfte meines Lebens auf der Stage. Das kann nicht sein. Ah, schon Boss? Ja, schon Boss. Und das wird tatsächlich mal ein Boss sein, bei dem ich verrecken kann, glaube ich. Weiß es nicht mehr. Hallo, ich bin der Torwächter. Ihr könnt meinen Namen nicht aussprechen, also mache ich euren Namen einfacher. So viel zum Dialog. Das hier soll einfach nur schnell und einfach werden. Nichts. Ich werde hier nicht sonderlich viel Arbeit reinstecken in dieses LP. Einfach nur ein bisschen Ausgleich. Ui. Ah. So. Ja, sieht aber ganz gut aus. Und down. Nice und easy. Ja, ja, bla bla bla, können wir nun gehen, bla bla bla, alles klar, go. Und zack. Ach ja. Ich werde mich an diesen Triumph erinnern, wenn ich ans Sterben komme.
Ach ja, übrigens, es hat auch noch einen zweiten Grund, weshalb ich die Musik auch, die Soundeffekte ausgestellt habe. Die Musik in diesem Spiel ist sehr gut. Und ich lasse mir die Musik nicht von so einem halbherzigen Soundtracker hier verderben. So. Das ist ja das Klassische, einfach mal so fallende Kronleuchter, ne? Die Axtleute, die kennt man ja auch aus Castlevanias, die einem sämtliche Nerven rauben. Vor allem, weil sie in diesem Spiel vollkommen OP sind und einem ein Drittel des Lebens abziehen oder so. Ja. Ja. Da macht es Spaß, gegen die zu kämpfen. So, durch, durch. Ich bin schließlich ein D-Zug. Ah. Fliegen und heilen. Geil. So. Oh. Puh. Das waren alles Pro-Reflexe. Ach ja, diese Stacheln töten einen instant. Instant. Nichts Leben verlieren? Nee. Du bist einfach tot. So. Ein Glück, dass ich nicht da reingelaufen bin. So. So, ich habe jetzt einfach mal meine blonde Helferin. Übrigens, ich habe eine neue Spezialattacke gelernt. Zwischen denen kann ich wechseln. Und zwar das hier. Das ist die Eisfee. Macht viel Flächenschaden, also auf einem Punkt. Und ist deshalb gut gegen Bosse. Und da habe ich nicht aufgepasst, weil ich erklärt habe. Naja, kann man nichts machen. Okay, also die blonde ist eher für die Stage und die blaue ist eher für den Bosskampf. Das erklärt es eigentlich ziemlich gut. So. Alles klar. Oh fuck. Das war schlecht. So. Und durch. Oh fuck. Na, ich habe mich schon besser angestellt mal. Ich fliege hier einfach mal durch. Oh, was ist das denn? Mehr Seelen. Hammer. Wie viele habe ich jetzt schon? Ach, nur 270. Auch so ein Teil in dem Spiel. Man kriegt einfach so viele davon. Ich lande einfach mal hinter dir, ne? Hast ja nichts dagegen. Oh, ja. Das sind auch so Spezialattacken. Das heißt, die kommen aus dem Nichts und dann babam, babam, babam. Und dann denkt man sich, ja, wie hätte ich das wissen sollen? Naja, vielleicht einfach mal langsamer gehen. Ich bin aber nicht hier in einer Fußgängerzone. Ich muss vorankommen. So. Wann kommt denn hier endlich der Boss? Ah, wenn wir davon sprechen. Ach ja. Oha, ich bin eine schwarz gekleidete, weißhaarige Frau, die anscheinend die Dienerin des Meisters dieses Schlosses ist. Ich bin sehr böse, also geht hier bitte weg. So viel zu dem Dialog. Ich möchte wechseln. Scheiße. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Shit. Ja, ich glaube, ich muss noch mal lernen, wie der geht. Oh shit. Oh. Fuck. Ich bin echt nicht so eine Leuchte gerade im Moment. Ha. Ja, Mann. So. Ihr geht mir mega auf die Nerven, aber es ist mir eigentlich egal. Ihr werdet sowieso verrecken an diesem Spiel. Also geht weiter. Lasst euch nicht stören. Go, go. Drei Stages clear. Hammer. Yay. Es gibt auch noch so versteckte Sachen in dem Spiel, die man aufsammeln kann, wie zum Beispiel Leben oder Sachen, die man nicht finden soll. Ich habe keine Ahnung.
Aber dafür bin ich, glaube ich, zu faul. Es ist tatsächlich wahr, da ich bisher noch kein Leben verloren habe. Naja, das ändert sich noch. Da habt mal keine Sorgen. Das ändert sich noch. So, das war das. Ah, das mache ich nicht. So, sehr gut, dass der einfach mal verreckt. Oh Gott. Oh Gott. Schnell. Oh. Das war pure Idiotie, ey. Hammer. Wow, das war knapp. So, ich lasse mich einfach mal treffen von all dem Shit. Das ist der Weg, sage ich euch. Die Gegner in Sicherheit wiegen und dann richtig hart zu schlagen. So, das sind einfach nur Seelen, brauche ich nicht. So, go, go, go. Scheiße! Nein, ich möchte diesen Supersprung nicht machen. So. Und go. Nein! Da kann ich doch so rüber lähmen. Da, bitte Dankeschön, ey. Ich dachte, da wäre ein Schwertkämpfer, ein Lanzenträger. Aber nein. Ein Glück. Ich hasse sie. Shit, da war ich ein bisschen zu langsam. Aber nicht ermutigen lassen, immer weiter. So, diese Lanzenträger sind der absolute Shit, weil die auch nach oben angreifen können. Wenn man einfach über denen ist, ja, dann steche ich doch einfach mit der Lanze nach oben. So wie es da gerade getan haben. So, ich gehe mal hier weg und erledige dich von hinten. Alles klar. Ich glaube, da oben war ein Leben. Ah, wusste ich's doch. Meistergedächtnis. So. Vielleicht sollte ich einfach mal hier durch sein. Shit. Okay, ich wurde nur einmal getroffen. Das ist ein... Oh, Bossraum. Bla bla bla, eine Puppe. Oh nein, ich bin die Puppenmeisterin. Ich hasse sie alle. Und die Blonde hasst sie und die Blonde hasst sie. Und eigentlich hassen sie sich beide und eigentlich lieben sie sich. Und so weiter, ne? Man kennt das ja. So, die Ulti von der ist sozusagen, ich verstecke mich in dieser Ecke und ich bin okay. Und das war mega noobig, was ich da gerade getan habe. Oh, shit, zu spät. So. So, und Sieg. Hammer. Geht der Leuchter wie am Schnürchen bisher. Bla bla bla. Oh, ich bin so traurig, dass ich verprügelt wurde und so weiter. Und Schluss. Ein fulminanter Auftakt, wie ich finde. Das ist aber auch dann... was ist dieser Ort? Eine Arena natürlich. Die Arena spare ich mir aber für das nächste Mal auf, vor allem, weil sie doch ein bisschen zeitintensiver ist. Also, bis zum nächsten Mal!